KI und Hochschule, das bedeutet für mich, dass zwei Dinge zusammenkommen, die auch zusammengehören. Nämlich eine neue Technologie, über die wir noch gar nicht so viel wissen, wie sie sich verhält. Da sind viele Unsicherheiten drin. Auf der anderen Seite ein Raum, in dem eine Reflexion stattfinden kann, genau darüber. Was wollen wir mit KI tun? Wie soll uns das nutzen als Gesellschaft? Und wie können wir damit auch unsere Ziele erreichen und setzen? Das Besondere ist, dass für mich hier physisch spürbar wird, was es heißt, ein Innovationsökosystem aufzubauen. Es gibt einerseits neue Gebäude, neue Institutionen, die wirklich entstehen, die vorher noch nicht da waren. Es gibt auf der anderen Seite aber eben ganz viel alteingesessene, auch schon seit langem innovative Unternehmen. Und es gibt eben als dritten Faktor die Bildungsinstitutionen, die da wirklich mitspielen, die Kontakte suchen, die sagen, wir bauen was Neues auf, wir fördern wirklich den Innovationsgeist. Und das spürt man, wenn man hier mit den Leuten spricht. Der KI-Campus ist für mich natürlich eine einzigartige Ressource in erster Linie, wo ich Wissen aufbauen kann zum Thema KI, wo ich mich kundig machen kann, wo ich mein Wissen weiterentwickeln kann. Es ist aber genauso auch ein Netzwerk, was da entsteht, rund um diese Bildungsangebote, wo Menschen danach fragen, wie müssen wir Bildungsangebote heute entwickeln, damit wir wirklich als Gesellschaft mit diesem ganzen Thema auch was Sinnvolles anfangen können.